ja ganz, ganz oft so, wie ich finde, etwas irrationale Befürchtungen, dass man die Nazis aufwerten würde, wenn man mit einem Verbotsantrag nicht durchkommt, sondern vor Gericht unterliegt. Und ich denke, das ist einfach eine Frage der politischen Bewertung, die man vornimmt. Also wir haben letztendlich, also wir vom Lübecker Bündnis gegen Rassismus haben eigentlich immer gefordert, dass entsprechende Aufmärsche verboten werden mögen. Und weil es eben aus unserer Sicht letztendlich darum geht, zu sagen, das, was dort vertreten wird, ist eben etwas, bei dem die Grenze der freien Meinungsäußerung deutlich überschritten ist. Und wenn ein Gericht das entsprechende Verbot wieder einkassiert, dann ist doch zumindest, wie wir finden, ein Stück weit was symbolisch Relevantes auch gemacht worden. Denn es wird ein sehr, sehr großes Polizeiaufgebot da sein. Da wird auch die Humanistische Union wieder eine Demonstrationsbeobachtung machen, um darauf zu gucken, wie weit die sich sozusagen rechtskonform verhalten. Und ja, man wird dann, glaube ich, vor allen Dingen wahrscheinlich erst kurz vor Start der ganzen Aktion an diesen Tagen wirklich validen Gesamtüberblick haben über das, was da passieren wird. Okay, die 3000 Polizisten und Polizistinnen, ist dort auch wieder sächsische Polizei angemeldet? So genau wissen wir das nicht. Es ist allerdings durchaus, es wäre nicht verwunderlich, ne? Also bislang waren ja bei sämtlichen Demonstrationen in Lübeck Polizeikräfte aus dem gesamten Bundesgebiet da. Also ich erinnere mich auch mal an irgendwelche Polizeieinheiten, die aus Freiburg herangekarrt wurden. Und na, da ist ja sozusagen Sachsen doch nochmal deutlich näher dran. Also, es würde mich nicht wundern. Ich würde erst einmal davon ausgehen. Aber wie wird eigentlich dieses naja, rechtbrecherische Verhalten der sächsischen Polizei aus dem letzten Jahr in Lübeck aufgearbeitet? Gibt es irgendwelche Folgen, die für euch erkennbar geworden sind? Nicht wirklich. Also eine Schwierigkeit ist ja, dass Demonstrationsteilnehmerinnen im Regelfall ja durchaus nachvollziehbare Gründe haben, entsprechende Übergriffe von Polizeikräften nicht zur Anzeige zu bringen, da aufgrund des Fehlens einer unabhängigen Instanz für Ermittlungen gegen eingesetzte Polizeikräfte sozusagen die Täter gegen sich selbst ermitteln müssen, was dann im Regelfall ja immer bedeutet, dass es sofort zu einer Gegenanzeige kommt. Und die ja entsprechenden Stellen im Rahmen bei der Polizei, beim Innenministerium verweisen dann eigentlich immer darauf, dass sie sagen, ist doch alles rechtskonform gewesen, es hat ja keine Anzeigen und schon gar keine Verurteilungen gegeben. Dieser Einsatz wurde, wie andere Einsätze in der Vergangenheit auch, ein Stück skandalisiert, von der Humanistischen Union in dem Abschlussbericht zur Demonstrationsbeobachtung. Die Konsequenz, die so etwas mit sich zieht, ist vielleicht an der Stelle ganz lustig mal. Also, es gab jetzt wieder ein Anschreiben ans Innenministerium, wo es eigentlich nur um die Frage ging, ob Demonstrationsbeobachterinnen der Humanistischen Union die polizeilichen Sperren passieren können. Erwartungsgemäß wurde da dann wieder geschrieben, nee, dürfen sie natürlich nicht. Sie können sich gerne an die Pressestelle der Polizei wenden, wenn sie Fragen haben. Und auf einmal ist in dem Anschreiben des Leiters der Polizeiabteilung völlig unvermittelt in diesem Brief kommt dann noch der Satz, naja, nach Ihrer Bewertung ist die Polizei 2011 in unverhältnismäßiger Weise gegen Kirchenmitglieder, gegen Demonstranten und Parlamentarier vorgegangen. Dieser Beurteilung trete ich aus folgenden Gründen entschieden entgegen. Um dann weiter auszuführen, auch 2011 stand die Polizei erneut vor der schwierigen Aufgabe, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen links- und rechtsextremen Demonstrationsteilnehmern zu verhindern und eine störungsfreie Versammlung zu gewährleisten. Dies ist ihr ausgesprochen gut gelungen. Mama!